Die Infrarot-Heizplatten sind flexibel einsetzbar und es gibt sie in verschiedenen Ausführungen. Zum Beispiel als Bild, als Tafel oder sogar als Spiegel. Die Infrarot-Heizplatten ist gerade hier auf Mallorca sehr stark verbreitet. Es gibt diverse Firmen, die sich damit auseinandersetzen. Wir errechnen aufgrund einer Wärmeheizlastberechnung die wirklich optimale Größe einer Infrarotheizplatte. Sie funktioniert eigentlich wie die Sonne. Sie gibt Strahlen ab, die im Vergleich zu einer Raumheizung über Heizkörper in die einzelnen Möbel, in die Wände, in die Materie, die im Raum vorhanden ist, eigentlich eingeht und somit auch eine Strahlung und eine Wärme reflektiert. Im Vergleich zu einer Raumkonvektion, was durch eine Heizung passiert, ist es so, dass dieses erst die Luft aufheizt und im normalen physikalischen Gesetz erst die warme Luft nach oben geht und die kalte nach unten und somit eigentlich man häufig das Problem hat, oben warm, unten kalt. Das ist bei der Infrarotheizung nicht der Fall, dadurch, dass wir eine gleichmäßige Temperierung im ganzen Raum haben. Wir machen Ihr Zuhause fit für die Zukunft. Franz Stuckmann, Balears.